Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Und heute werden wir Pfeile kaufen. Wir sind die Pfeile ausgegangen. Juhu! Ah, Pfeilproblem hatte ich in Skyrim nie. Das ist voll fies. Und hier leckt das mit der Unende. Hui. Und dazu auch noch der Regen. Das ist einfach genial. So, Wie geht es euch? Merchandise. Keine Ahnung, was die da machen. Hast du einen Rock an? Hören wir uns das einmal an. Wie geht es euch? Oh, was? Ich will kaufen! Ist natürlich schon zu spät geworden. Da haben wir zu lange in der Arena gekämpft, Leute. Das ist nicht so gut. Jetzt muss ich erstmal das ganze Geld, was ich in der Arena verdient habe, für Pfeile ausgeben. Müsst ihr euch mal vorstellen. Was für ein Gewinn! Oder nein? Ich werde ein bisschen beim Dolch rumlaufen. Ich werde jetzt beim Dolch rumlaufen. Das passt schon. Nicht wahr, Schneewittchen? Was wollt ihr? Nichts. Ich dachte, ich krieg bei dir irgendwas. Also gut, gehen wir. Im Bruder waren wir ja schon. Oh, da waren wir auch. Wo gehen wir denn heute hin? Bravil waren wir auch schon, ne? Skingrad, Anvil. Anvil, ach genau, Anvil war das. Korol waren wir noch nicht. Gehen wir mal Korol. Gucken wir da mal ein bisschen rum. Es gibt ja zwar noch unzählige Quests in jeder Stadt, aber ich möchte wenigstens ein bisschen was Neues mal erleben durch. Wo denn das hingehen? Was? Ich bin Korol angekommen, jetzt muss ich Joffrey in der nahegelegenen. Nö. So, kann ich jetzt normal schießen? Okay, pass auf. Boom! Okay. Bisschen höher. Hier genau in die Mitte. Okay, ich sehe schon. Ha! Seht euch das an. Headshot. Bullseye. Das hier finde ich ein bisschen blöd, weißt du? Das ist einfach ein Stück Holz, worauf du einschlägst. Keine Ahnung. Kannst auch gleich einen Baum nehmen. Hallo, wer seid ihr? Kämpfergilde? Ein bisschen Gefahr schüchtert euch nicht ein, oder? Nein, tschüss. Kämpfergilde, bin ich noch nicht so weit. Hallo. Hallo. Soweit ich weiß, sucht die Kämpfergilde gerade neue Rekruten. Für einige Leute ist das genau die richtige... Verschwindet, Schwächling. Ich habe für euch keine Verwendung. Also gut, ich höre zu. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich weiß, ich kann dich nicht töten, aber ich kann es versuchen. Ich habe ein paar Schlammkrabben am Wasser gesehen. Ich habe einen großen Bogen um die Viecher gemacht. Ich kann den Anblick dieser Biester nicht ertragen. Vielleicht werden wir sie irgendwann automatisch töten. Das wäre natürlich perfekt. Und ich nehme natürlich jetzt einen Controller in die Hand. Lass gleich. Was? Was? Nein, ich habe nichts gesagt. Ich habe dich auf keine Liste geschrieben, keine Sorge. Hondita heiße ich. Ich bin Jäger und ein Mann der Berge. Ja, cool. Krieg deine Pfeile. Haltet den Mund. Okay. Nummer 14. Nummer 14. Hondita. Hondita. Was ein seltsamer Name, mein Freund. Und das Ganze spielt sich ab in... Was? Korol. Was habt ihr davon, Leute? Und wenn wir uns in den Bergen sehen, mein Freund, bist du tot. Sagt, wer ihr seid. Oh. Das ist mein Haus. Also in Korol kann ich ein Haus kaufen. Gut, sehr schön. Was? Ich will hier nicht einbrechen. Einfach ein bisschen umhören. Mehr will ich nicht. Gute Arbeit für gute Bezahlung. Wollt ihr der Gilde beitreten? Nein. Auf Wiedersehen. Wieso bin ich schon wieder in der Kämpfergilde gelandet?
Wie oft gibt's euch hier? Ich sollte, bevor ich irgendwo reingehen möchte, erstmal gucken, ob die Tür offen ist. Ich will den Kämpfergelde. Die Magiergilde. Na verdammt. Was denn nun schon wieder? Nichts, ich wollte klauen, aber ihr seid kacke. Gehen wir erstmal hier raus. Hallo. Was kann man in eurer komischen Stadt hier machen? Das ist wieder mein Haus, ne? Ja. For sale. Ich will's kaufen. Für meine Sachen unterbringen. So, was haben wir hier? Der Smied. Hallo, ich bin Rasheda, der Schmied. Und das ist das Feuer und Stahl. Schilde, Waffen und Reparaturen. Was kann ich für euch tun? Ihr reparieren bitte. Ich glaube... Wir können ja nicht mit kaputter Ausrüstung... Ja, mein Bogen ist ziemlich am Arsch. Ja gut, geben wir uns das auch dieses Geld mal aus. Um unsere Sachen zu reparieren. Bevor sie uns kaputt gehen. Ich hatte damals in Erinnerung, dass ich viel mehr Geld hatte. Liegt wohl. Ganz ehrlich. Gut, dass ich nochmal drauf auf die Idee gekommen bin, meinen Bogen zu reparieren. Sonst hätten wir jetzt keinen mehr. Was wünscht ihr? Korol. In Korol gibt es ausreichend Nahrung und gute, dicke Mauern. Das kommt mir sehr gelegen. Ich weiß nicht, was da draußen in den Wäldern vor sich geht und ich muss es auch nicht wissen. Der alte Orgnolf muss wieder an die Arbeit. Ja, so eine Burg, so eine Festung ist schon ganz cool, ne? Ich meine, sicherer kannst du gar nicht leben. Du weißt, dass keine Tiere reinkommen. Ach, schön. So in einem kleinen Dorf würde ich auch gerne leben. Hallo, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Seid ihr neu hier in der Stadt? Ja, das bin ich. Ich freue mich, euch zu treffen. Gleichfalls. Ich freue mich immer, wenn ich jemand Neues kennenlerne. Willkommen. Ich bin sicher, meine Mutter wird sich ebenso freuen, euch kennenzulernen. Mutter. Meine Mutter ist die Besitzerin dieses Ladens. Sie würde sich freuen, Geschäfte mit euch machen zu dürfen. Ah, ja. Dieser Rimalus Bruyant ist auf seine Hunde ganz versessen. Ein bisschen zu sehr, wenn ihr mich fragt. Ja, ich weiß, was du auf meinst. Auf Wiedersehen. Augenzwinker. Bei Nordwaren und Handel gibt es nur die besten Waren zu kaufen und zu tauschen. Ich bin Sidneus, die Inhaberin. Wie kann ich euch behilflich sein? Sollte das ein TM darstellen? Geoffrey. Ein alter Geistlicher mit diesem Namen kommt hin und wieder in die Stadt. Er lebt südöstlich von der Stadt, in der Venon-Priorei an der Schwarzen Straße. Ah ja. Wenn ich das, was ihr braucht, nicht habe, könnt ihr bei den anderen Händlern in Korol euer Glück versuchen. Bei Renoid gibt es Bücher. Feuer und Stahl führt Rüstungen und Waffen. Und hast auch kleine Geschichten für mich? Hier in Korol gibt es den besten Hammelbraten im ganzen Reich. Mmh, was für ein Hammelbraten. Auf ja, Wiedersehen. Außer, dass deine Tochter ziemlich penetrant ist. Hast du hier einen schicken Laden? Mist, ich will hier gar nicht einbrechen. Dieser Turm sieht wichtig aus. Was haben wir hier noch? Bücher. Willkommen bei Renoids Bücher. Ich bin der Besitzer, Estelle Renoid. Seht euch nur um. Wenn ihr irgendetwas nicht finden könnt, fragt einfach. Na, die ist süß. Die würde ich heiraten. Wenn man die heiraten auch kann. Ihr. Ich weiß es gar nicht. Dann gehen wir mal in die Kirche rein. Mal gucken, was wir da so finden. Zuerst wurde die Kapelle überfallen und jetzt kündigt der Prophet das Ende der Welt an. Seid ihr sicher? Was? Ich glaube, ich darf hier nicht weiter rumlaufen. Soweit ich mich erinnere, ist hier Main Quest angesagt. Das werte Befinden.
Deswegen laufen wir mal woanders hin. Kann gut sein, dass man hier keine Quest bekommt, weil die Stadt irgendwie... Das okay. Nee, sie wird bestimmt nicht zerstört, sonst könnte ich kein Haus kaufen. Ich frage mich, wo ich hier das Haus kaufen kann. Was ist? Ich will ein Haus kaufen. Ich bin Malintus Ankros. Wie geht es euch? Ich will ein Haus kaufen. Seht euch vor. Ich bin Glistel. Was braucht ihr? Ein Haus. Haltet den Mund. Okay, Glistel. Du bist Nummer 15. Nummer 15. Glistel. Ihr solltet echt aufpassen, was ihr zu mir sagt. Ganz ehrlich. Halte du den Mund. Halte die Fresse. Oder ich verprügel sie dir. Eiskalt. Wie geht es euch? Die Anhängerschaft der Graufuchses. Des Graufuchses. Ja, ich würde sagen, dann waren ja jetzt lange nicht mehr unterwegs. Warte, die Priorei. Die Priorei. Perfekt. Wegen unserem komischen Gesöff. Ich habe die Vayner Priorei erreicht. Jetzt muss ich das Amulett der Könige... Achso. Tolle Wurst. Ich dachte, ich kann da ein bisschen mehr über mein Gesöff erfahren. Dann gehen wir halt hier unten lang und gucken mal, was wir da hinten finden. Ich wollte nur ein bisschen was über mein Gesöff erfahren. Ist das schon die Kaiserstadt da hinten? Odil, Bauernhof. Gucken wir mal rein. Wo habt ihr hier eine Tür? Vor allem so mitten im Wald wohnen, ganz alleine, wo Räuber die ganze Zeit kommen können, da hätte ich Angst vor. Geschlossen? Na gut, dann warten wir hier ein bisschen. Stell dir vor, ihr müsstet im Wald leben, ach du Scheiße. Das wäre ein Desaster. So, hinter einer Festung, also hinter Mauern, würde ich jederzeit leben. Da ist es sicher, da kannst du machen, was du willst. Gut, da hast du deine Regeln, aber kannst kaufen, was du möchtest. Das ist halt wie als würdest du in Berlin wohnen. Und das hier ist eher so Lübeck. Hallo? Okay, ich fühle mich herausgefordert, hier reinzugehen. Da war es gerade, verdammt. Ja, ich bin der Beste. Was geht hier ab? Wieso ist hier abgeschlossen? Wieso öffnet niemand die Tür? Wieso ist hier niemand? Biografie von Baron Zia. Ich sehe schon, viele Bücher wurden einfach übernommen in Skyrim. Ist ja seltsam. Hier ist ja niemand. Neon Root. Ne, Nirnwurz, gut. Das heißt natürlich Nirnwurz. Klar, aber ich sage immer Nirnwurz. Also macht euch da keine Sorgen. Ich weiß, wie man es ausspricht. Man muss dazu sagen, die Welt, auf der wir uns befinden, die heißt Nirn. Und deswegen heißt es Nirnwurz. So, ja, hier ist aber nicht viel, außer das Nirnwurz. Schade. Dafür habe ich jetzt gewartet. Da lebt irgendwie keiner. Wurde wahrscheinlich schon längst abgestochen. Könnte ich mir vorstellen. Wo laufen einfach wieder frei in der Gegend rum. Mal ein bisschen was erleben hier. Da ist eine Feste. Wollen wir da mal hingehen? Ich denke schon, ne? Irgendwas anderes gibt es hier gerade nicht in der Nähe. Ich weiß nicht, wie kam mir das irgendwie weitreichender vor mit Oblivion damals? Aber ich bin, glaube ich, einfach nur verwöhnt von Skyrim, weil es da wirklich an jeder Ecke und Kante was gab.
oder leben. Gib mir Geld. Nein, nimm das von mir, wenn du kannst. Ganz einfach. Komm, ich habe da hinten eine Stadtwache gesehen. So, jetzt holen wir unser Schwertchen raus. Haha. Erschlag ihn. Nice Sache. Die Pflicht ruft. Hast du gut gemacht. Willst du ein bisschen Geld von mir? Kriegst 100 Münzen dafür, dass du ihn erschlagen hast. Weil er 100 Münzen wollte. So, Hufschmiedehose. Ja, was Scheiß hast du dabei gehabt? Wo ist der Typ hin? Fischen. Festung Ash. Nochmal den Widerstand verbessert. Wiederherstellen meine ich. What the fuck? Oh. Hast du euch Wölfe? Bleib mir fern. Gibt's doch gar nicht, ey. Oh, das sieht gut aus hier. So, gehen wir erstmal kurz auf Kistensuche, ne? Hier sind ja überall Kisten versteckt. Entwickler verstecken gerne Sachen. Wenn man zuerst finden muss. Da, Kiste. Oh, Goblins sind hier also, ja? Unreiner Topas. Wow. Und wieso seid ihr tot? Ja, es geht. Ich bin der beste Cheater der Welt. Gibt's denn auch irgendwo eine Truhe, in der Scheiße drin ist? Würde mich echt freuen. Ein Sack mit 5 Gold, immerhin. Schaffe ich den Sprung? Nö. Ihr habt hier echt nichts Nützliches, ne? Ein bisschen was zu essen, das ich irgendwie verkaufen kann später. Ich will nur mein Pfeil zurück, danke. Na gut, gehen wir rein. Wir wissen, dass uns da Goblins erwarten. Deswegen dürfte das ja nicht allzu schwer sein, aber ich werde trotzdem mal hierauf gehen, weil dann kann ich das gleichzeitig mit leveln. Und vielleicht sollte ich mich vorher ein bisschen heilen. Ups. Okay. Ich level einfach alles out nur gleichzeitig. Will ich jetzt okay, da hinten liegt irgendwas? Könnte eine Ratte sein. Ja, ist eine Ratte, das sehe ich von hier aus. Zwei Wege. Wenn ich auf die Karte gucke, sagt mir die Karte schon bereits, wo ich lang gehen kann. Das sieht nach einem größeren Raum aus. Da ist Goblin. Ha! Mehrere. Ach du Scheiße, die halten ja richtig viel aus. Der kommt von da. Hallo? Kämpfe gegen die! Du läufst an mir vorbei. Los, stab sie dir! Ich habe keine Pfeile gekauft.
Ich hab gar keine Pfeile gekauft. Stimmt, ich wollte mit dem Dolch kämpfen. Scheiße, ich bin so tot. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mein Dolch läuft ab. Bist du der Schwache? Nein. What the fuck? Wo kommst du denn so schnell her? Okay, ich muss weg. Hey, ich muss weg. Hey, ich muss mich heilen. Ich hab bestimmt noch Tränke. Oh, ich hab bestimmt noch Tränke. Was ist denn das? Hab ich keine Tränke mehr? Ah. Oh. Okay, jetzt kriegst du aufs Maul, Kleiner. Jetzt kriegst du aufs Maul. Uah! Na komm, Bro, komm. Eins versus eins. Nein, warte. Jetzt, eins versus eins. Leider! Oh Gott! Ja, verdammt! Okay, das will mich noch irgendwann umbringen. Ich sag's euch. Ich muss echt mal länger halten, was ist denn hier los? Es hält 22 Sekunden und das war's. Ach du Scheiße. Gib mir mal dein Schild her, das brauche ich. Okay. Ich kann meinen Bogen derzeit nicht verwenden, deswegen rüste ich mal den hier aus. Und ich habe mir gerade ein Schild eingesammelt. Schild. Ich hab doch gerade ein Schild aufgesammelt, oder? Ich hab gerade ein Schild aufgesammelt. Ah. Perfekt. Okay, heilen wir uns mal ein bisschen. Dann werden wir jetzt Schwertkämpfer. Hab ich gerade mal so beschlossen. Gut, und dann ziehen wir uns noch ein bisschen was zu essen rein. Keine Ahnung, was mich hier hält oder nicht. Ich zieh mir einfach alles rein. Nein, ich hab mir das. Oh, ich hab das Nirnwurz reingezogen. Okay. Ja, gut, ich habe das Nirnwurz reingezogen. Cool. Ah, wieso habe ich nicht gespeichert? Jetzt habe ich gespeichert. Und hier sind Betten, ich drehe durch. Ah. Leicht. Ich kann das leider noch nicht mit meiner Magie öffnen, ne? Ja, geh weiter. So. 5 Pfeile, ja, ein Dietrich, ja. Oh, ich bin glücklich. Ich bin ein glücklicher Zero. Nehmen wir noch ein bisschen Wein. Vielleicht billiger Wein, aber besser als kein Wein. Scheiß auf das Essen, ganz ehrlich. Das Essen ist nutzlos. Wobei, nicht alles Essen ist nutzlos, ne?
Ausdauer wiederherstellen, nein, brauche ich nicht. Ich brauche nur Leben wiederherstellen. Da geht's noch weiter. Ich guck mich erstmal hier drum. Bevor ich ja was anderes versuche hinzukriegen. Süß. Ich sehe die Pfeile. Eisernes Kurzschwert. Ich nehme das mal mit. Aber ich verstehe jetzt zum Beispiel nicht, warum die verschiedenen Schaden haben. Ich könnte auch das Schwert hier nehmen, aber es hat genauso viel Schaden wie das hier. Sieht ein bisschen realistischer aus als das hier. Naja. Das nehme ich auch noch mit. Eigentlich müsste ich sämtlichen Loot mitnehmen, den ich hier finde, aber ich kann einfach zu wenig tragen. Dann würde ich mir eine goldene Nase mit verdienen mit dem ganzen Loot. Komm näher. Wo haben wir es denn? Hi! Das fand ich jetzt aber nicht so nett. Den habe ich schon mal beseitigt. Gut, dann gehen wir halt jetzt ein bisschen auf Magie, ein bisschen auf Schwert. Bald natürlich schleichen bei. Das ist ein Feind hier in der Nähe, wer jetzt gedacht. Ah. Eisenpfeile, gib mir deine Pfeile bitte, ja. Ich muss erstmal ein paar Pfeile sammeln, bevor ich wieder Pfeile verwende. Ah toll, ich habe wieder Skelette mitgenommen. Gut, hier war ja noch dieser eine Raum. Und dann gehen wir da hinten entlang. Muss unbedingt noch besser schleichen können. Wenn ich einen Lehrer fürs Schleichen finde, haben wir ja schon gefunden, ne? Dann muss ich mit dem auf jeden Fall trainieren. Das war's? Das war dieser eine Raum, den ich gesehen habe? Ist ja fantastisch. Na gut. Dann gehen wir mal weiter runter. Früher, als ich das erste Mal Oblivion gespielt habe, konnte ich nicht blocken. Also ich konnte es schon, aber ich wusste nicht wie und ich war zu faul und ihr wisst ja, wie das so ist. Schild 3, was hab ich? Ich habe ein eisernes Schild, das müsste eigentlich besser sein, ne? Fünf! Holy shit. So, laufe ich noch richtig? Nein. Das zweite Mal, dass ich aus Versehen davor stehen geblieben bin. Ach, ich muss da hoch. Ich muss da wieder hoch. Okay. Gucken wir mal. Aber Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann, ja, seht ihr mich mit meinem kleinen Dolch wieder herumfuchteln. Haut rein, euer Zero. Tschüss.